nicht dumm, nein, Gamer sind klug. Gamer sind nicht unreif, Gamer hören zu. Gamer sind nicht einsam, niemals alleine, alleine. Hallo meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen kleinen Mini-Projekt, und zwar Murdered Soul Suspect. Wir sind ein kleiner Detektiv, ich habe selber nur ganz kurz gespielt. Ich kann auch nicht auf Fahrfahren drücken oder so. Einstellungen habe ich alles schon getan. So. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt ins Spiel. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Silence. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls ein Rätsel. Als Sprecher des Salem Police Department drückte uns... Jede, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizei von seinem Anzug. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten... Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Das ist also die Bedeutung einer Glocke. Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür. Wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs, des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Ich habe meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verflucht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Das Recht zu schweigen. Jeder Kopf, den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Ja, das sind wir. Wir spielen Ray Oren oder keiner. Ich habe den Namen nicht beobachtet. Ich habe nicht auf den Namen geachtet. Auf jeden Fall, wir sind dein Kopf. Und ja. Lass dich überraschen, was mit uns los ist. Ich will mit dem X-Control außerdem. Verdammt, abgeschlossen. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt.
was, Lady? Nein, nein, nein! Rührst doch. Ich lebe noch. Ich hab noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf. Zuerst bist du hier in meinen Körper zurück. Das ist sehr cool außerdem. So. Jetzt nach links. Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Nö, keiner. Nein. Komm schon. Scheiße. Gehe auf das Licht zu. Ja, Leute, das sind wir, wie gesagt. Ronan? Ach so, Kacke. Hey, Schätzchen. Da sind ganz viele Ronan? Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Ja. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Du bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein. Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebster. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia! Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge oh, Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt.
Hey Mann, kannst du mich hören? Sieh da.